Willkommen zu einer neuen chilligen Runde Space Engineers von dem Keen Software Haus. Wir stehen hier in der Sumse und wollten weiter die Bohrer ausbauen. Ich hole mal den Rest. Schmeiß dann auch gleich den zweiten Bohrer rein. Nein, 6. Jawohl. Was? Von 2 Stahlplatten nicht möglich? Jetzt haben alle Komponenten. Schon wieder alles alle? Aber ich baue doch. Produktion. Naja, komm, der hat noch 2000 drin, also. X. Konntest du nicht so viel rausziehen, oder was? Ist fertig. Der ist komplett, jawohl. Das passt. Können wir eigentlich auch hier rausziehen, oder? Das dürfte doch alles untereinander. Bauplaner ist leer. 6. Jawohl. Damit haben wir das. Schon. Machen wir so rum. So, nein, nicht Z. Müssen wir das T? Ah, nee, hier bau erstmal fertig. Was? Herstellungskomponenten fehlen auch noch. Warte mal, da können wir gleich. Aber ernsthaft? Zeig mir alle. Herstellungskomponenten haben wir doch da. Wir haben alles da, jawohl. Dann ziehen wir den Rest davon auch noch. X. Hup. Jetzt da mit dran schmeißen. Den hält nicht. Das da mit rein schmeißen. Und uns den Rest. Und dann können wir endlich mal losdüsen. Ach nee, nicht dran touchen, sondern so. Jawohl. Zack. Da hoch, da runter und fallen. Nee, los können wir noch nicht, denn die Bohrer bewegen sich noch nicht. So. X. I. Kontrollfeld. Habe ich die Bohrer so nicht drin? Als Gruppe? Aha. Warte mal. Steuerung. 2. Ach so, ich dirigiere die komplett alle mit einmal. Ja, ich habe keine Gruppe gemacht, sondern Blockwerkzeuge, hab den so runtergezogen. Und nicht als Gruppe. Wenn du Blockwerkzeug runterziehst, kannst du nämlich dann rechts, links bei ein aus. Also kannst du mit der rechten Maustaste drücken, machst du großes Loch, kannst du mit der linken Maustaste drücken, machst kleines Loch und baust dabei ab. Denn bei der rechten Maustaste baust du ja nicht ab. Das heißt, wir können die Bohrer von da bis da auch im Block im Terminal anzeigen, verstecken. Jawohl. Dann sehen wir sie nicht mehr. Bap, bap. Geht nicht. Richtig. Wir müssen ja erstmal 4 entriegeln und. Ja, so. Sieht schon fast gut aus. Düsen zum Uran. Ziehen aber. Was war es denn? 7. Die Beinchen ein. Das könnte gerade so rechts und links nimmt er ja noch ein bisschen was weg. Junkerball, 60 Meter. So, da. Stopp, 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 stopp. Sag mal, wie viel wiegst denn du jetzt schon? Es ist so viel geworden. Uran ist da auch. Wieso habe ich denn das nicht mit? Hä? I.
Eisen, Gold, Kobalt. Das ist doch das Kobalt, was ich hier einhabe, ne? Das andere habe ich bestimmt mit C geschrieben. A-Kobalt. Was ist das? Kobalt, Kobalt, Kobalt. Da weiß ich ja schon gar nicht mehr, wo es ist. Kobalt. Uran. Was war hier noch drin? Silber. Kobalt, Uran, Silber, Silber mit A, genau. So, den senkrecht zum Kobalt. Wie weit war uns Uran drin? Sehe ich jetzt? 120, Kobalt, 172. Ein... Wieso habe ich hier 60 Meter angedrückt? Achso, wenn ich hier 60 runtergehe, dann... Oder? Ja, so grob. Na, bitte. Funktioniert das auch mit dem Zeiger dorthin? Keine Ahnung. Das ist jetzt rechte Maustaste und sollte uns... Wo bin ich eingeeckt? Raus. Ich habe so viele Bohrer dran, das sollte eigentlich kein Problem sein. Muss ich jetzt noch zusätzlich welche dran machen? Oder muss ich langsamer fliegen? Ja, langsamer fliegen. Extra so viele Bohrer dran, weißt du, dass ich Gas geben könnte, aber nee. Sehe ich natürlich nicht. Jetzt sehe ich es. Wir sind schon dran. Jawohl, da leuchtet es blau. Linke Maustaste. Los geht's. Kommst du? Jetzt sind wir noch draußen. Du musst aufpassen. Ja, wir haben. Wie haben wir denn Inventar? Schon ein bisschen Kobalt da. Yeah. Ah, wir müssen ja halt vorsichtig sein. Ziehen wir was raus? Da aktualisiert immer so spät. Jetzt immer wieder was. Ist der Vorteil, wenn du größere Bohrlöcher machst, dann siehst du mehr. Außer baust vorne noch eine Kamera rein. Ja, im Moment geht's ja. Die Frage ist auch, wie dick ist das Kobalt? Denn so wie es aussieht, sind wir da schon komplett durch, oder? Ja. Zieh mal raus. Oh, das klingt auch wieder blöd. Zieh mal raus. Was? So, was haben wir drin? Cockpit. Nee, ich will alles sehen. Nicht leer. Frachtcontainer. Ah ja, komm. Komm. Hast du fein gemacht? Wir kommen gleich wieder. Steuerung. Jawohl. Bisschen höher. Hat schon eine ganz andere Trägheit. Jawohl. Dahin. Da haben wir auch nochmal Uran. Mist. Da ist Uran. Jawohl. Achso, ja, das war wirklich auf beiden Seiten. Mhm. Lass fallen. Krass. Ich glaube, über drei gehen rein. Dann lässt er sich schon noch blöder fliegen. Im Moment geht es ja noch. Wieso ist denn das? Ach so, ich wollte gerade sagen, wieso ist denn das da hinten so grau? So, zieh meine Nase gerade. Dich selber gerade. So, das mal. Huch, Alter. Ein Leck. So.
Hier noch ein bisschen gucken. Wupp. Und? Wieso willst du nicht? Achso. Jetzt dock, 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 dock. Jawohl. Eindocken ist die 8. Uns ist verriegelt. Jawohl. Da sind wir wieder. Ja, nichts mehr. Ja, da ist das Zeug schon raus. Da siehst du. Was ist ein Bohrer? Was macht das ein Bohrer drin? Achso, das sind die anderen. Ja, nicht leer. Das ist die Station. Cockpit. Kümmern wir den einfach hier. Zack, fort. Ja, wo ist jetzt aber mein Container, ne? Großer Frachtcontainer, das ist nicht meiner. Dann ist der schon leer. 8. Hoch. I. Zeige ich an. Bohrer. Bohrer, Bohrer, Bohrer. Großer Frachtcontainer. Jawohl. Uran haben wir auch noch. Den düsen wir gleich nochmal los. Ah, Zeiten müssen wir mal nutzen hier. Komm, wir wollen so lange nicht mehr zusammen bohren. Farmen. Nein, nicht dahinter, du Schwanker. Genau, hier hin. Und schön senkrecht stellen. So. Den können wir nämlich daneben nochmal so ein Loch ballen. Bisschen so, hä? Jo. Das könnte gut aussehen. Haben wir ein bisschen mehr Platz unten zum Rangieren. Und ja, ein bisschen drin, jawohl. Ein bisschen ran. Oh, nicht so schnell. Dann können wir nämlich demnächst auch da unten rangieren. Wird das hier überhaupt noch? Na, ja, guck mal. Nee, nicht. C, jawohl. Und C war's. Und jetzt linke Maustaste, mach mal C. Müssen wir gleich hier reingehen. Ja. Jetzt. Ja. Ist aber eine dünne Schicht da, hä? So. Wenn wir dann links und rechts noch ein daneben setzen, dann können wir uns hier unten hoch richtig drehen. Space, jawohl. Ah, ich habe dann immer so ein bisschen Knick in der Optik. Ist gar nicht so einfach. Was ist denn jetzt? Ich bin nur lange genug drauf geblieben. Jep, jep, jep. Ah ja, geht aber rechts und links noch weiter, das Vorkommen, also da kriegen wir schon ein bisschen was raus. Wie sieht's jetzt aus? Ist schon durch. Jo. Könnte man ja später noch ein Türmchen setzen. Genau. So, Hammer. Machen wir mal gerade. Da dürfte die Maschinerie ein bisschen einfacher zu halten sein. Nicht leer. Ui, 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 ui. Hat sich gelohnt. So. Düsen wir wieder zurück. Hui. Hör auf. Musst es ja auch noch abgebremst kriegen. So. Schön. Ah, oh, das macht Spaß.
Ja, aber nur, wenn du es lange nicht mehr gemacht hast, ne? Genau. So, ja, Runde ist vorbei. Machen wir ein bisschen vor. Ja. Yippie. Ich wäre schon wieder so ein Swing gebrettert. So. Machen wir richtig so gerade. Ja, das machen wir jetzt. Ah, schön. So. Da wird angezutscht. Die Füße hätten woanders hingehört, ne? Aber nach vorne kann ich sie nicht. Noch weiter nach hinten geht auch nicht. Dass ich dann ein bisschen mehr sehe. Acht. Zutsch mal raus, den Scheiß. I-Containers. Genau, schmeiß einfach im Bohrer, dann hast du den Mist weg. Container. Wo ist denn meiner? Container. Kommt da wieder als letztes? War das nicht unfertig? Jawohl, da kommt als letztes. Schwachsinn. Früher konntest du die wenigstens noch mal ein bisschen schieben. Ne, weil lass mal das. Was war denn das? Höre ich das Ding bis hierher? Irgendwo ist es gerade gekletscht. So, dann koppel mal wieder ab. Jawohl, ein bisschen näher ran, dass ich was sehe. Bist du hoch genug? Nein. Komm. Noch ein Stückchen. Rüber, neber und vorwärts. Und ne, wir lassen nicht fallen. Wir müssen vorher noch mit der 6 ausfahren. Jupp. Das sieht schon mal ein bisschen besser aus. Jupp. Und 4. Verriegelt. Fest. Nice. Wie sieht's aus? Sind die... Ja, die Container hier oben sind auch schon fertig. Jetzt fehlen nur noch... Was ist denn hier oben los? Aber du baust doch normalerweise auch nach. Naniten, Kontrollfeld, Jans runter. Ja, das geht immer wieder neu, immer wieder neu, immer wieder neu, immer wieder neu. Aber du musst doch die finden. Ja, possible targets. Und wieso machst du nichts? Sagt ja auch nicht, dass irgendwas fehlt. Invalid targets? Du kommst nicht rein? Nein, fang ich wieder mit dem Mist an mit invalid targets. Aber hier ist doch... Was? Magenta, fehlende Teile. Eine Pause. Was fehlt denn? Hast du wenigstens was im Bau? Nee, hast du nicht. Deswegen würde ich da oben auch ein Sortiersystem haben. Dass wir dann auch sehen, wo was fehlt. Mittlerweile kommst du hier eindeutig durch eine Herstellungskomponenten hier. Das habe ich gerade unten auch gesehen. Motoren ist alles drin. Fehlen wirklich nur Herstellungskomponenten. Ja, es kann sein, dass ich habe die hier oben gesetzt und dann rausgenommen für die Bohrer. Dass er damit dann in Konflikt gerät. Ja. Dann halt von hier, Kontrollfeld, Montageanlage. 5000 Merlosenmumie. Keine Ahnung, warum der da 50 nochmal dazu gepackt hat. Jo, aber es wird. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön. Wenn es dir gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder zu einer chilligen Runde Space Engineers von Keen Software House. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.